wollen wir gleich mal klarstellen. Wir machen euch fertig. Hold up. Herzlich willkommen auf dem AMN-Kanal. Heute ist zu Gast der Südstaatler vom ITR-Clan. Und da berichten wir heute über unsere Zusammenarbeit vom ITR-Clan und dem AMN-Clan. Wir beim ITR-Clan spielen überwiegend CSGO. In Call of Duty sind wir auch vorhanden, aber nicht so stark. Dann spielen wir auch ab und zu League of Legends. Die Abteilung dort ist jetzt nicht so groß wie bei euch beim AMN-Clan. Wir sind durchschnittlich immer mit 15 Leuten online. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal mit uns spielen. Viele Leute können sich nicht darunter vorstellen, was Partner-Clans eigentlich sind und was für eine Aufgabe diese haben. Wir werden in diesem Video jetzt genauer erklären, was wir uns unter unserer Partnerschaft vorstellen. Ja, Chris, willst du nicht einfach mal anfangen, weil ich glaube, du hast da mehr den Plan davon. Unter Zusammenarbeit verstehe ich die Technik. Das heißt, zwecks Teamspeak, wenn ihr Probleme habt. Wir haben gute Techniker, drei an der Zahl, die auch gerne zu euch wechseln könnten, euch den Teamspeak einstellen, Teamspeak-Einstellungen. Dann unser Support, der da auch von euch ein paar Probleme mit beantworten und so in der Hinsicht. Aber was bessere Zusammenarbeit betrifft, sind die Game-Server. Das heißt, wenn welche von uns oder von euch einen Game-Server haben, dass unsere und auch eure Leute zusammenspielen. Das ist viel besser für uns alle. Dann haben wir alle sozusagen einen Server und können darauf spielen. Das wird ja zum Beispiel bei dem Arma-Server, auch wenn das nicht direkt vom iTrends Gaming kommt, aber der ist ja durch eine Person von iTrends Gaming, welche bei diesem Server auch involviert ist, kann man das so sagen? Ich denke schon, der gute Joker. Funktioniert das schon, oder? Das funktioniert noch nicht, weil da gibt es Probleme zwischen Joker und dem Leader da, sag ich mal. Wir besitzen einen Epoch-Server, der momentan von, auch so wie bei euch, fremd benutzt wird, aber wir benutzen auch ein Epoch und wir spielen auch darauf und den könnt ihr auch mit benutzen. Das wäre zum Beispiel mal ein Beispiel. Oder, was am besten das beste Beispiel ist, in MW3, was unternehmen, Beispiel, mal eine Runde MW3 zocken, zusammen, wenn bei uns gerade wenig Leute los sind, oder in dem Fall auch bei euch. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, dass man, wenn man nicht die Leute findet, also nicht genügend Leute findet, die jetzt das eine Spiel spielen, was man unbedingt will, dann geht man halt auf einen anderen Server und kann dann auch mit denen spielen. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eines Partnerclans, dass man, dass dort auch eine ein Zusammenhalt auch dort entstehen kann. Genau. Genau. Und halt eine größere Community, dass wenn man Veranstaltungen hat, zwecks Beispiel jetzt Yu-Gi-Oh! Genau. Beispiel jetzt Yu-Gi-Oh! Wir machen ein größeres Event und dann kommen halt mehr Leute. Dann macht sowas halt auch mehr Spaß, weil wenn wir zum Beispiel von ITR ein Event starten, dann haben wir jetzt unsere Leute, die dort mitmachen, aber das ist dann immer ein bisschen langweilig, wenn da jetzt wir sind jetzt zum Beispiel 15 oder manchmal auch mehr Leute online und dann will man so ein Event starten, keine Ahnung. Und dann sind einfach zum Beispiel einfach 5 Leute wollen nicht, weil sie in CSGO irgendwas Wichtiges spielen. Dann sind noch ein paar Wettkampf bei Black Ops und dann sind eigentlich die Leute schon weg. Und dann kann man halt eben die anderen Leute dazu holen. Und das ist eine schöne Sache. Ich glaube, das sollte man steigern. Das sehe ich genauso. Tja, das war's auch schon von uns. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Zocken.